Ach, und wieder so eine schöne. Nein. Und wir haben die nächste Münze gefunden. Guten Morgen, ihr Lieben, und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge hier auf meinem Sonnel-Kanal. Wie ihr seht, der Basti sitzt neben mir. Wir haben heute eine besondere Mission, denn wir fahren heute noch mal zu einer kleinen Nachsuche auf den kleinen Denarfläche, die ich vor ein paar Wochen aufgespült hatte. Es hat die ganze Nacht geregnet, es ist wunderbar nass, also wir müssten heute ideale Leitwerte haben und super Voraussetzungen für eine kleine Nachsuche. Wie gesagt, wir wollen nur da die kleine Fläche nochmal absuchen und gucken, liegt noch so ein kleiner Denar drinne oder vielleicht noch irgendwas anderes aus der Zeit. Wir sind noch ein bisschen unterwegs und nehmen euch gleich mit dazu, wenn wir dann da sind. Ja, dann bis dann erstmal. Ciao, ciao. Na dann, Basti, gut Fund. Gut. 89 und weicht kein Stück ab. Na, gucken wir mal. Noch drinne. Was das jetzt wieder Schönes ist. Geht auf eine 92 hoch. Wir haben es draußen. Ich sehe es, glaube ich, auch schon. Und es ist eine Schnalle wieder. Die kam jetzt richtig, richtig gut rein. Die sieht auch noch richtig, richtig gut aus. Ja, müsst ihr euch vorstellen, war hier der Dorn. Hier war ein Riemen befestigt und ja, so das Ganze zum Verschließen benutzt. Oder ist die hier durchgebrochen? Nö. Die könnte, glaube ich, auch schon ein bisschen älter sein. Die sieht so ein bisschen handmade aus. Ja. Super. Was haben wir denn hier jetzt Schönes gefunden? Ist das eine Schnalle mal gewesen oder was haben wir hier? Das sieht ja mal interessant aus. Ist das so eine Art Miederhaken? Nee, auch nicht. Gute Frage, nächste Frage. Sieht aus wie irgendwie so eine Art, ja, dass es als Schnalle funktioniert hat. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das hier sein soll. Also ich weiß es jetzt auf Anhieb nicht. Könnte mir auch nichts vorstellen drunter, außer dass hier vielleicht mal ein Riemen durchging. Und dass das vielleicht irgendwo befestigt worden ist. Ja, gerne mal eure Gedanken in die Kommentare, was ihr meint, was das Schönes mal war oder immer noch ist. Richtig geiles Geräusch wieder. Ist das? Nee. War zwischen 80 springend. Es ist rund. Und es ist eine Unterlegscheibe. Ja. Klassische Unterlegscheibe. Ist das eine Musketenkugel? Jawohl. Ey, cool. Die hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr dabei. Mal so ein kleines Musketenkügelchen. Schön. Da habe ich ein riesengroßes Glas zu Hause. Da kommen die alle rein. Sieht ein bisschen freaky aus, aber ich finde sowas einfach zu schade zum Wegschmeißen. Ist das ein kleiner Knopf? Ja, es ist ein kleiner Knopf. Die Öse ist noch dran. Und haben wir was drauf vorne, verrät er uns, wo er herkommt. Ich meine, was drauf zu sehen. Nee, der ist blank. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt mal einen neuen Plan. So geht das hier nicht weiter.
Die Hände sind kalt. Ich werde jetzt, denke ich, einen Spulenwechsel machen. Wie gesagt, ich habe jetzt anderthalb Stunden hier mit dem Basti gesucht. Außer Fingerhüte aus dem 19. Jahrhundert war hier nichts dabei. Und wir wollen jetzt aber auch noch nicht aufgeben. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal eine kleine Teepause. Bisschen aufwärmen. Spulenwechsel und dann probiere ich es nochmal. Keine Werbung machen, aber es geht nichts über einen schönen Sencha-Tee, asiatischer Kräutertee. Ist somit mein Lieblingstee eigentlich. Und wenn jetzt beim zweiten Mal nichts mehr kommt dort, dann setze ich einen Stempel drunter und sage, okay, das war's. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass jetzt hier in der letzten Stunde noch irgendwas kommen wird. Erstes Signal mit der kleinen Spule. Und es ist eine Münze. Das ist eine Münze. Das ist aber nur eine Zinkmünze. Ja, ein Pfennig. Aus dem Dritten Reich eine Zinkmünze. Ja, die Kleine, die ist ein bisschen besser im Sortieren hier. 78, 73. Es ist noch drin. Da müssten wir jetzt rankommen. Und es ist schon dabei. Da bist du. Und das ist wieder ein kleiner Knopf. Ja. Auch wieder Öse dran und vorne nichts drauf. Schön. 61er Doppelsignal und es ist Knopf oder Münze. Es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Nur was ist es für eine? Das Coinpad raus, wir ziehen mal durch. Da zeigt sich ein Profil. Hinten FR, aber geschwungen. Warte mal, das zeige ich euch noch mal auf dem Handy. So, da haben wir den kleinen Kerl. Ich zeige den euch auf jeden Fall noch mal zu Hause in einem gereinigten Zustand. Wenn wir da noch ein bisschen was runterkriegen. Ihr seht 17,89, eine 3-Pfennig-Münze. So, und hier hinten seht ihr das R und W ein bisschen geschwungener, die ganze R und F ein bisschen geschwungener, die ganze Sache. Und ja, das ist auch Friedrich der Zweite hier. Sehr, sehr schöne Münze. Super. Nein. Nein. Das gibt's doch nicht. Was ist hier wieder los, ey? Was haben wir denn hier jetzt Kleines gefunden? Die habe ich die Tage erst gesehen. Da habe ich nach den Denaren geschaut. Oh, was war das mit den drei Wappen hinten drauf? Ach. Was war das mit den Wappen drauf? Ich habe es die Tage, wo ich erst, weil ich nach deinem geguckt habe, Basti, nach deiner Münze. Gut, erfahrt zu Hause, was es ist. Macht jetzt keinen Sinn, hier zu rätseln. So, ihr seht drei Wappen vorne auf der ersten Seite. Und dann haben wir auch, ist das ein S und ein L? Ja, ich will, wie gesagt, das ist eine ganz kleine Feine. Hier will ich nicht so drauf rumkratzen. Sonst ist das alles Geschichte, was hier drauf war.
Ich mache die vorsichtig zu Hause sauber und dann gucken wir mal, was für eine Geschichte hinter dieser hier steckt. Das ist auf jeden Fall kein Alter für Denar oder sonst irgendwas. Ich würde die ins 16. Jahrhundert würde ich die schieben. Ich bin gespannt. Sehr, sehr schön. Wir wollten zum Auto. Seit langem auch mal wieder ein gutes Signal jetzt hier. Steckt noch drin, ist ziemlich hoch vom Geräusch her. Sie 92, 90, 87, das ist ja auch wieder alles dabei. Und wir sind auch schon dran. Da müssen wir doch noch mal kurz nachstechen. Und da haben wir eine Schnalle. Da haben wir eine Schnalle, jawohl. Naja, siehst du, doch mal wieder was Schönes hierbei. So, dann lass sie uns mal zusammen bergen. Oh, die ist fast komplett. Hier ist ein Stückchen abgerissen. Ja, die ist fast komplett. Schade. Aber auch wieder ein schöner, schöner Fund. Top. Und wir haben die nächste Münze gefunden. Es wird wieder ein 48er sein. Ja. Ein 48, einen Taler. Auch wieder aus der Friedrichzeit. Die liegen hier ja wirklich wie gesät schon teilweise rum. Ne? Mann, der sieht doch richtig gut aus. Ja, ein 48 Taler von 1779. Hier war gerade der 48er und hier war ein identisches Signal nebendran. Und es ist noch eine Münze. Es ist noch eine Münze. Die ist leider komplett blank, wa? Ja, auf der kann man leider, kann mein Auge nichts mehr drauf erkennen. Außer, dass er komplett blank ist. Ich gucke sie mir zu Hause noch mal genau an. Sollte was zu erkennen sein, blende ich es euch noch mal ein. Und ja, wenn sie tot ist, dann kriegen wir auch nicht raus, was es mal für eine war. 91, sehr, sehr hellhörig die ganze Sache hier. Also richtig hoch. Bleibt eine 86. Würde ich eigentlich jetzt schon vom Ton her nicht mehr einer schönen Sache zuordnen. Ah. Was bist du? Ein kleines Stück Brucheisen, irgendwo abgebrochen. Gut, okay. Zwei, drei Signale mache ich noch. So wie das hier neben dran. Und dann denke ich, oh, ist das dann wieder für heute. No. Ha. Wisst ihr, man darf manchmal nicht aufgeben, Leute. Münze. Münze. Ach. Und wieder so eine schöne. Mann, guckt euch die mal an. Ein kleines Geweih hast du?
Ich habe gerade einen wunderschönen 24-Eintaler. Aber einen richtig schönen. Wow. Der ist richtig nice. Da hole ich doch gleich nochmal das Handy raus für euch. Oh ja. Was hast du da Tolles gefunden? Geweiht? Ja. Liegt aber schon länger. Das liegt schon ein bisschen länger. Aber ich habe auch mal eins. Hast du noch keins gefunden? Nein. Nein? Ich war der Einzige, der noch keins gefunden hat. Na dann, herzlichen Glückwunsch. So, schauen wir uns dann nochmal zusammen an. Ist die hübsch. Wow. Es war erst so ein Ziepen, dann dachte ich, ach komm, lässt es. Dann ging, war es wieder ein bisschen besser, der Ton, dachte ich. 1785, Fredericus Rex. Dachte ich, okay, machst du weiter. Und dann das letzte Mal, wo ich dann drüber gegangen bin, war ein schönes Signal. Und dachte ich mir, okay, machst du. Und das kommt bei raus. Super. Es ist doch noch ein Pfund jetzt. Oh ja, oh ja. Und was für einer. Eine Schnalle. Oder ist es? Es ist eine Schnalle. Ist auf jeden Fall handgemacht, da seht ihr. Das ist hier einfach rumgebogen. Den Splint. Ey, cool. Das gucken wir uns mal zu Hause noch einmal in dem Backelsbuch an, was ich habe, überschneiden. Man hat sehr schön. Ich bin auf dem Weg zum Auto zurück. Es ist nicht mehr lange und vielleicht fassen wir noch zwei, drei Signale an. Schön. Da freue ich mich. So Freunde, wir sind wieder am Auto zurück. Wir sind durch mit unserer Nummer heute. Nachsuche, ja, würde ich mal sagen, erfolgreich, denke ich, absolviert. Es ging zwar nicht in die Denar-Richtung jetzt, was wir eigentlich hier nochmal finden wollten, aber ich denke, das, was wir gefunden haben, kann sich auch wieder richtig gut sehen lassen. Ich bedanke mich, wie gesagt, wie immer fürs Einschalten. Wünsche euch noch viel Spaß, schöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns bei der nächsten Folge hier auf dem Kanal. Ade, ciao, ciao, macht's gut.